Neandertaler Talk, dein Podcast von Mann zu Mann. Business, Beziehungen und Sex. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen beim Neandertaler Talk. Ich bin Matthias Bieri, 38 Jahre alt, also ein 1980er Jahrgang. Bin verheiratet, habe 3 Kinder und bin sehr glücklich, Mann zu sein. Ja, was mache ich zurzeit? Zurzeit, also jetzt im 2018, bin ich im 3. Jahr Hausmann und habe mich sehr stark mit der Männlichkeit auseinandergesetzt. Zuvor bin ich natürlich in die normale Schule gegangen, habe Kochlehre gemacht und bin 13 Jahre als Berufssoldat in der Schweiz unterwegs gewesen, als Militärpolizist. Habe da viele Einsätze gemacht und auch einiges gesehen. Und liebe Soldaten, die hier zuhören, oder ehemalige Soldaten, Kameraden, ihr habt meinen vollsten Respekt für eure Leistung und auch Polizei natürlich, die auch, also sämtliche Blaulichtorganisationen insgesamt. Ja, warum mache ich das überhaupt? Es geht darum, dass ich eben von Mann zu Mann wirklich sprechen kann, sondern dass ich auch wirklich vom Silberrücken zu Silberrücken sprechen kann. Es geht darum, dass wir im Business, in der Beziehung, in der Sexualität wieder vermehrt unser Mann stehen, unsere Männlichkeit präsentieren und auch uns selbst sicher sind, denn das ist das, was in der letzten Zeit sehr stark abgenommen hat. Viele Männer fühlen sich nicht mehr in ihrem Mann angekommen, fühlen sich im Herz nicht mehr voll, denn die Methoden, die Initiationen, die es früher gab, die sind alle weg. Und dieser Podcast geht genau darauf ein, dass es ein Anker ist, damit wir uns wieder zurück an diese Zeit auch erinnern und wieder zurückholen, ja, zurückholen, das meine ich auch so, dass wir Männer wieder stark sein können. Und zwar aus unserem Herzen raus, aus unserem Verstand raus und aus unserem Geist heraus. Und genau um das geht es eben. Und das kannst du auch in diesem Podcast auch erwarten, dass ich mit vielen Männern darüber spreche, was hat sie gefolgt, was ist ihr Erfolg gewesen, was ist ihr Erfolg in Beziehung, wie stehen sie zur Sexualität, was ist das Wesen des Mannes insgesamt. Und wir müssen einfach wieder lernen, unsere Maskulinität, unser Männerherz wieder richtig hinzukriegen. Und unsere Krieger in uns zu erwecken, damit wir auch wieder richtig ranklotzen können und die Welt mitgestalten mit den Frauen zusammen. Einfach vorweggenommen. Ich bin nicht für die Emanzipation. Ich bin für die Emanzipation, weil dies resultiert aus den Ersten und Zweiten Weltkriegen, haben sie daraus resultiert, dass die Frauen auch ihr Wesen auch verändern mussten, um nicht unterzugehen. Und ich bin absolut für die Gleichberechtigung. Doch ich stehe für die Gleichberechtigung, die es jetzt auch gibt. Und darüber sprechen wir auch erfahren wir und möchte ich mit dir durchgehen. Du sollst etwas erfahren, was Männlichkeit in der heutigen Zeit heißt. Du sollst dein Herz spüren für die heutige Zeit und du sollst dein Wesen, dein Geist für die heutige Zeit wieder entdecken. Und damit wieder Power auf den Boden kriegen und nicht mehr versteckt herumschleichen, hinter einer Frau klar laufen kannst und sie einfach weiß, sie hat einen Schutz von dir. Und auch nicht keine Bevormundung, nein, einfach du bist da als Mann für Männer, aber auch für die Frauen. Und genau um das geht es eben, damit wir unser Herz wieder zurückkriegen. Ja, Folge 1 kommt danach, höre gleich weiter und ich freue mich, dass du dabei bleibst und dich in diesem Mann-Talk, diesem Neandertaler-Talk auch mitmachst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und bis später. Tschüss.